Hallo und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir einen Trick, wie du, wenn du Musiker bist oder Künstler, deine Kreativität unglaublich erhöhen kannst. Und für mich ist diese Übung wirklich eine Offenbarung. Ich habe die in einem Buch von Kenny Werner, einem Jazzpianisten, gelesen. Und es ist wirklich so, dass ich, seit ich das gelesen habe, das erste Mal seit, ich glaube, 10 Jahren, seit 10 Jahren, wieder angefangen habe, Klavier zu üben, erstens. Zweitens, dass ich mehr übe, als ich mir eigentlich vornehme zu üben. Und drittens, dass es mir Spaß macht. Das ist auch der Grund, warum ich länger übe. Weil die Übung geht so, ich zeige es dir sofort, dass du dir einfach 1 Minute Zeit nimmst am Tag und wirklich nur 1 Minute, um dich ans Klavier zu setzen oder an die Gitarre oder welches Instrument du auch immer spielst. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es bei, wenn du malst, zeichnest, fotografierst, ähnlich sein kann, dass du, wenn du fotografierst, einfach das mit Fotos machst oder wenn du malst mit Pinselstrichen. Und du setzt dich ans Klavier, an dein Instrument und spielst einfach zufällige Tasten. Lässt immer einen Abstand dazwischen und spielst das, was gerade dir in den Sinn kommt. Und jetzt kommt der wichtige Teil dabei. Du machst das Ganze mit der Einstellung, dass jeder Ton, den du spielst, der schönste Ton ist, den du je gehört hast. Und das ist wirklich, für mich ist das eher eine Meditation als eine normale Übung. Weil es führt dazu, dass all die Sozialisierungen, all die Wertungen, die wir mitbekommen, das ist schöne Musik, zum Beispiel, das klingt schön. Oder das und das klingt nicht schön, das gerät dadurch ins Wanken, weil man wirklich sich wieder der Musik zuwendet und mit diesem kindlichen, was ist das denn, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Das klingt ja interessant. Oh, das ist aber schön. Da bin ich aber neugierig. Und zudem habe ich durch diese Übung zurückgefunden. Vorher war es die ganze Zeit so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ist das gut, was ich spiele? Wenn das jetzt jemand hören würde, was würden andere denken? Ich habe Angst vor dem nächsten Ton. Ich habe es wieder geschafft, einen guten Ton zu spielen. Das war richtig. Das war falsch. Und durch diese Wertung geht einfach so viel Kreativität verloren. Und genau das macht diese Übung, dass wenn du einfach jeden Ton neu entdeckst und einfach gleichberechtigt da sein lässt, da kommen total wunderbare Sachen raus. Also es war wirklich so, dass ich am ersten Tag habe ich die Übung gemacht und irgendwann habe ich dann angefangen zu spielen, aber aus einem Zustand heraus von, dass ich mir selbst beim Spielen zugehört habe und gar keine Intention hatte, irgendwas besser oder schöner zu machen, weil ich mir dachte, naja, letztendlich, okay, manche Sachen klingen vielleicht für meine Ohren schräg, aber ja, ich lasse das einfach mal zu und ich schaue einfach mal, was bei rauskommt. Und dann kam irgendwie ein schönes Klavierstück bei raus. Ich kann mal gleich schauen, ob ich das finde. Und nach 3 Tagen war es dann so, dann habe ich die Übung weitergemacht, dass ich mich danach einfach 20 Minuten hingesetzt habe und ich hatte das nicht geplant. Ich hatte nur den Plan, ich will was aufnehmen, das kann ich hier am E-Piano, um das bei YouTube zu veröffentlichen. Und ich habe mich hingesetzt, habe angefangen zu spielen, habe einfach losgelassen und gespielt. Und ich hatte, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben nicht das Gefühl dieses, ich muss aufpassen, dass ich richtig spiele und dass ich gut spiele. Und oh Gott, was denken die Leute, die das hören? Sondern war einfach komplett entspannt dabei. Und das alles durch diese winzig kleine Übung. Deswegen, wenn du Musiker bist, wenn du Künstler bist, genau als Künstler, zeichne einfach. Also lass einfach was aus deinem Pinsel kommen oder aus deinen Stiften kommen oder womit auch immer du arbeitest oder wenn du Fotograf bist oder Filmer, dann mach vielleicht einfach irgendwelche Fotos, ohne darauf zu achten, was du da eigentlich fotografierst. Und genieß einfach diesen Prozess des, ich schaffe was und da kommt was und ich lasse es einfach passieren. Und sag zu jedem, wow, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe oder das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Und das ist wirklich die Sache, ja, die es quasi zu üben gilt oder was für mich den Unterschied gemacht hat. Dieses, statt zu denken, und es ist wirklich ein entweder ich denke, das war nicht gut, oder ich denke, das ist aber schön. Selbst wenn es
sowas ist. Oh, das finde ich jetzt sogar sofort schön. Oder so einen Klang zu denken. Hm. Das ist der schönste Klang, den ich je gehört habe. Und so bin ich wirklich übers Spielen dann zu diesem Intervall gekommen. Ich glaube, das ist eine kleine Sechste. Und habe das einfach eine Viertelstunde lang gespielt und mir angehört. Und irgendwann fand ich die Terzen, also das klassische Dur, dachte ich so, puh, das klingt aber komisch im Vergleich zu diesem schönen Akkord und diesem Akkord. Und allein damit könnte ich jetzt schon ein ganzes Stück komponieren. Fangen irgendwie Töne an, sich von alleine zu entwickeln und es entsteht was. Und das merke ich, das kommt jetzt bei mir direkt innerhalb von ein paar Sekunden. Am Anfang war es nicht ganz so. Das hat ein bisschen gedauert. Aber ich war echt überrascht, wie schnell diese Übung bei mir was freigesetzt hat, was ich noch so nicht erlebt habe. Und das ist einfach was, was ich dir mitgeben möchte, egal ob du jetzt hochsensibel bist oder nicht. Wenn du Musiker bist, wenn du kreativ bist, wenn du dich ausdrücken willst, mach das einfach und scheiß auf irgendwelche Vorgaben und Regeln und goldener Schnitt hier oder Dur und Moll und Harmonielehre da, sondern das, wo Kreativität beginnt, ist, glaube ich, wirklich einfach im Augenblick und im Moment und da, wo eben keine Wertung ist, da, wo kein Verstand da ist, der irgendwas kontrollieren will, sondern einfach da, wo alles da sein darf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und ich würde mich echt freuen, wenn du die Übung ausprobierst und mir irgendwas dazu schreibst, weil ich echt gerade so begeistert davon bin und mich echt freue, wenn andere noch ihre Erfahrungen teilen oder vielleicht hast du auch noch Ideen, wie man die noch verbessern oder ausweiten kannst. Ja, da freue ich mich einfach. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer gerade bei dir ist.